Woran erkennt man das genialste Material von allen? Kaum ein Material hat einen kleineren CO2-Footprint als Holz. Klein ist gut, denn der CO2-Footprint ist, was wir hinterlassen. Er ist ein Maß für die Klimawirkung von menschlichen Aktivitäten. Die meisten Bau- und Werkstoffe hinterlassen einen größeren Footprint als Holz. Die Summe des verursachten CO2 ist deutlich höher. Warum also hat Holz so einen fantastisch kleinen CO2-Footprint? Mit Hilfe von Sonnenlicht und der Photosynthese nehmen Bäume CO2 auf. Sie speichern das C, also den Kohlenstoff, in ihrem Holz und geben das O, den Sauerstoff, wieder an unsere Atmosphäre ab. Super, aber es geht noch besser. Und zwar indem Wälder bewirtschaftet werden. Es werden Bäume entnommen, bevor sie wieder verrotten können, bevor all das gebundene CO2 wieder frei werden kann. Das schafft gleichzeitig Raum und Licht für neue Bäume, junge Bäume, die schnell wachsen und wieder aktiv CO2 entziehen. Außerdem, die gewonnenen Holzprodukte verhindern CO2, das durch den Einsatz anderer Stoffe entstehen würde. So binden bewirtschaftete Wälder deutlich mehr CO2 als unbewirtschaftete. Klingt unglaublich? Ist es auch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass nur ein Kubikmeter Holz bereits eine Tonne CO2 speichert. Der Werkstoff Holz verlängert also den Kohlenstoffspeicher des Waldes enorm. Schädliches CO2 bleibt so jahrzehntelang sicher unter Verschluss. Und es geht weiter. Holz kann wunderbar andere Materialien ersetzen, die in der Herstellung CO2 verursachen. Bauen mit Holz anstatt mit herkömmlichen Baustoffen kann die CO2-Emissionen von Gebäuden um die Hälfte reduzieren. Denn Holzbauten binden, wie unsere Wälder, tonnenweise CO2. Man kann sagen, wie ein zweiter Wald. Jetzt wird klar, ein gründlicher Blick auf den CO2-Footprint von Holz öffnet die Augen. Holz ist genial.